Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Jana Spring und ich habe für dich eine Musterchoreografie vorbereitet für die Ausbildung Kursleiter Toning und Kursleiter Fun-Tone, eine Fun-Tone Basic Choreografie. Wir werden uns während der Ausbildung mit dieser Choreografie beschäftigen und du bekommst auch ein Handout dazu. Wenn du als Kursleiterin arbeitest, dann unterrichtest du immer face-to-face. Und damit du das jetzt zum Üben einfacher hast, spielen wir deine Teilnehmer und du bist vor deinem Bildschirm die Kursleiterin. Das bedeutet, wir arbeiten mit dem rechten Bein. Du spiegelst unsere Bewegungen. Das Cueing, Countdowns und so weiter, das gesprochene, das verbale Cueing, sollst du genauso übernehmen. Das ist dein Cueing. Für Fun-Tone Basic, für die Choreografie, für die Musterchoreografie, benötigst du eine Matte, 2,5 Kilo Hantelscheiben und auf jeden Fall ein Handtuch. Was zum Trinken solltest du dir auch zur Hand legen, damit du dich mit Flüssigkeit versorgen kannst. Und ansonsten empfehlen wir dir, regelmäßig zu üben und dann würde ich mal sagen, wir legen jetzt los und wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Üben. Bitte gib mir zweite Position, Knie nach außen, die Körpermitte aktiv, Schultern nach hinten und die Schulterblätter übers Kreuz. Hey everybody, our DJ is gonna make you move. Dann geht es los. Atme tief ein, nach unten rollen, komm tief, hoch, nochmal einatmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, komm tief, down, up, noch zweimal. Let's go. Einatmen. Und aus, komm nach unten. Down und up. Einatmen, komm hoch. Das ist das letzte Mal. 4, 3, Hände auf die Schultern. Schulterblätter zusammen und die Ellenbogen vorne zusammenführen. Deine Körpermitte ist aktiv. Schiebe nach hinten und vorne schließen. Noch 2. Achtung, große Kreise nach hinten. Zurück, schließen. Hoch. Führe die Ellenbogen zusammen. Komm nochmal. Öffne die Arme. Rotiere nach rechts. Deine Körpermitte ist aktiv. Und die Knie zeigen nach außen und folgen den Fußspitzen. Noch 4 Mal. Noch 3, 2. Achtung, streck die Arme. Werde größer. Strecken. Mit dem Blick nach hinten schauen. Den Armen folgen. Noch 4 Mal. Noch 3. Aufpassen. Nur noch 2. Hände schließen. Die Handgelenke. Mobilisation im Handgelenk. Es ist eine liegende 8. Die Schultern sind tief. Noch 4 Mal. Noch 3 Mal. Körpermitte aktiv. Achtung. Rechte Arm zur Seite. Lang. Geh tief. Und bleibe dynamisch in den Beinen. Streck dich mehr. Noch 4, 3. Arme hoch. Swing down. Streck dich. Mehr. Noch 4 Mal. Noch 4, 3 Mal. Noch 2. Wir machen alles nach links. Linke Armseite. Links. Strecken. Lang. Beine sind dynamisch, denk dran. Nochmal, noch 2. Achtung, Arme hoch. Schwinge. Schwinge. Noch mehr. Letzte 4. Mach dich bereit für die Brettposition. Noch 4, 3. Wir laufen nach unten. Rechte Hand. Geh zurück, rechts. 4, 3. Streck die Arme, linke Hand. Links und auch links zurück. Und wenn du unten bist, aktiviere die Körpermitte. Komm tief. Aha. Rechts zurück. Back. Back. Achtung, linke Arm. Links. Alles klar. Jetzt kommen die Hüfte. Achtung, rechtes Knie nach oben. Laufen. Ein großer Kreis im Hüftgelenk ausführen. Geh von Seite zu Seite. Groß. Noch 2. Rechte Ferse Front. Flex. Point. Linkes Bein ist aktiv gestreckt und Körpermitte aktiv. Noch 4 Mal. Noch 3.
Zieh das Bein zurück und Achtung, Swing. Swing im Hüftgelenk. Schwingen. Die Arme bewegen sich dynamisch. Noch vier. Noch drei. Wir machen alles auf die linke Seite. Linkes Knie nach oben. Links. Laufen. Mehr. Laufen. Noch mehr. Noch zwei. Linke Ferse front. Links. Aha. Standbein rechts ist aktiv gestreckt. Letzte vier. Noch viermal. Noch drei. Zieh das Bein zurück. Swing. Linkes Bein. Links. Alles klar bis jetzt? Gut. Das sind die letzten vier. Noch vier. Noch drei. Wir gehen weiter. Noch zwei. Schließe die Beine. Atme ein und öffne. Atme ein. Oberkörpervorlage. Schieb die Arme zurück. Go down. Nochmal. Durch die Nase ein. Öffnen. Schieben geht zurück. Achtung, Federn. Wir gehen weiter und erhöhen die Herzfrequenz. Das ist jetzt die Station 2 Cardio. Der zweite Teil vom Warm-up. Gut. Bleibe im Federn. Körpermitte aktiv. Und wir legen gleich los. Bist du bereit mit dem Countdown? Denk dran, wir sind dein Spiegelbild. 4, 3, Wheelstep, rechtes Bein, komm. Noch 4, 3, Arme dazu. Hoch, hoch, tief, tief. Well done. Noch 4, 3, Leg Curl, Ferse hoch, tief. Tiefer in die Knie. Noch 4, 3, Arme dazu. Nach hinten ziehen. Achtung, 4, 3, Wheelstep from the top. Strecken. Noch 4, 3, Leg Curl rechts, tief in die Knie. Nach hinten ziehen, komm. Noch 4, 3, Step Touch rechts. Bleibe hier. Tief in die Knie gehen. 4, 3, Arme dazu. Klatschen. Groß. Noch 4, 3, alles from the top. We step. Tief gehen, komm. 4, 3, Leg Curl rechts. Gut. Aufpassen. Noch 4, 3, Step Touch. Hier bleiben wir ein Musikbogen lang. Wir warten auf die große 1, bevor der nächste Schritt kommt. Bleibe. Tiefer gehen. Noch 4, 3, Step Touch Double. 2. Nochmal. 4, 3, Arme dazu. Hoch. Gut. Noch 4, 3, alles from the top. Go, V-Step. Noch 4, 3, Leg Curl rechts, tief in die Knie. Sehr schön. Noch 4, 3, Step Touch rechts, komm. 4, 3, Step Touch Double, tief. Bitte aufpassen. 4, 3, We Step links. Die ganze Choreografie auf links. 4, 3, Leg Curl links. Tief in die Knie, komm. Tiefer, komm, komm, komm. Noch 4, 3, Step Touch links. Noch 4, 3, Step Touch Double. Und wenn es jetzt gut geklappt hat, dann gehen wir nochmal from the top. We step, rechtes Bein, komm. Und jetzt bin ich mal ruhig. Jetzt bist du dran. Was kommt jetzt? Sehr gut. Ja, dein Countdown. Achtung. Komm. Super. Bleib dran. Noch 4, 3, Leg Curl. Komm. Tiefer in die Knie. Alles gut. Noch 4,
drei. Step touch, linkes Bein. Go, 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 go. Ha, ha. Vier, drei. Step touch, double. Komm, tief in die Knie. One more time. Noch vier, drei. Einatmen. That is hit me. Super, sehr gut gemacht. Wir starten mit der ersten Station, Nummer 3 für schnelle und schlanke Beine. Nimm dein Handtuch in die Hand und stell dich breit auf. Die Fußspitzen und Knie zeigen nach vorne. Wir trainieren jetzt die Beine und Gesäß. Beuge das rechte Bein und schau, dass das linke die ganze Zeit gestreckt bleibt. Dein Handtuch kommt nach hinten. Die Körpermitte ist aktiv. Knie hinter der Fußspitze, Schulterblätter in den Hosentaschen. 2, 2, tap. Langsam. Nach unten, sit down. Ein tap und du gehst wieder tief. Achte darauf, dass das linke Bein die ganze Zeit aktiv gestreckt bleibt. Level 2, Knie nach oben. Das Tempo bleibt vorhanden. Das ist 2, 2. Ja, nochmal. 2 Wiederholungen. Streck die Arme, wir gehen in den Level 3. Achtung, Singles. Let's go. Up, down. Streck dich. Komm, ab. Setz dich hin. Komm tiefer, mehr nach unten. Explodiere nach oben. Change side. Wir wechseln die Seite und du beugst das linke Bein. Schau, die Position muss hier stimmen. Knie nach vorne. Arme zurück. Wir gehen 2, 2. Tap. Setz dich hin. Langsam. Du hast Zeit. Nutze die Zeit und setz dich tiefer. Jetzt kommt der Level 2. Knie nach oben. Tempo bleibt. Explodiere nach oben. Streck dich noch ein bisschen mehr. Und geh tiefer. Setz dich tiefer hin. Aha. Achtung, Singles. Level 3. Knee up, down. Knee up, down. Setz dich hin. Es dauert nicht mehr lange. Letzte 4. 3. Super. Löse. Dein Handtuch kannst du wieder auf die Matte tun. Und das rechte Bein kommt nach vorne. Das linke zurück, 90 Grad Winkel, Körpermitte aktiv. Komm hoch. Tap front, let's go. Tap, lunge back. Achte darauf, dass dein Oberkörper aufrecht ist. Wenn du von der Seite schaust, ist das hintere Bein und Oberkörper in der Verlängerung. Knie nach oben. Knie, lunge back. Knie, lunge back. Oberkörper aufrecht. Atme. Noch viermal. Noch dreimal. Nur noch 2. Kick front. Let's go. Kick. Down. Kick. Down. Front. Klappt das? Bleibe in den Wiederholungen. Letzte 4. Letzte 3. Noch 2. Change side. Linkes Bein nach vorne, rechtes Bein zurück. Körpermitte aktiv, wieder alles anspannen. Komm hoch. Körpermitte fix. Level 1, wieder. Tap front, lunge back. Tap, lunge. Yes or no? Alles gut? In dieser Übung haben wir 3 Levels. Noch 4, 3, knee up. Komm, knie. Yes. Knee up. Lunge back. Letzte 4. Noch 4. Noch 3. Nur noch 2. Level 3. Kick it. Up. Down. Up. Down. Super. Körpermitte immer noch aktiv. Letzte 4. Letzte 3. Du schaffst es. Lösen. Super. Wir gehen zu der nächsten Station und das ist Gleichgewicht. Wir trainieren die Oberschenkel außen und Innenseite. Bring das rechte Bein zurück. Dein Standbein ist das linke. Heb dein Brustbein hoch. Stell dir vor, du hast starke Wurzeln im Boden. Wir reden von der 3-Punkte-Belastung in den Füßen. Standbein aktiv gestreckt.
Körpermitte aktiv, Corsage anziehen. Arme hoch. Rechtes Bein nach hinten in die Länge. Four, are you ready? Three, Flugzeugposition. Two, komm nach vorne und halte hier. Hier musst du nur halten, nichts mehr tun. Körpermitte ist aktiv. Bleib da, wir gehen in den Level 2. Linke Arm langsam nach hinten. Go back. Change side. Wechseln. Immer schön im Wechsel arbeiten. Aha. Bleibe da. Noch 15 Sekunden. Stecken. Ja, 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 ja. Dauert nicht mehr lange. Letzte 4. Klappt das? Nur noch 2. Yes. Gut. Change side. Linkes Bein geht zurück. Wieder die gleiche Position. Körpermitte aktiv, Schultern nach hinten. Linkes Bein lang. Du hast starke Wurzeln im Boden. Standbein aktiv. Flugzeug. Halte diese Position. Und wenn es nicht geht, kannst du jederzeit ein Tap machen. Die Fußspitze unten abstellen. Achtung, rechter Arm nach hinten. Langsam back. Change im Wechsel. Schau, dass die Arme lang sind. Lang ziehen. Schieben. Sehr gut. Dein Becken bleibt immer gerade. Denk dran, das sind die letzten 4. Strecken. Nochmal. Schieben. One more time. Löse. Die zweite Übung. Rechte Fußspitze wieder aufstellen. Arme zur Seite, Schultern tief. Nimm das rechte Knie nach oben. Standbein links. Brustbein heben. Rotiere nach rechts. 4, 3, 2, komm zurück. 4, 3, 2, nochmal. Zur Seite. Sehr gut. Noch zweimal das Gleiche. Diese Bewegung ist super slow zur Seite. Als Level 2 kannst du das Tempo erhöhen. Nach außen, immer zum vorderen Bein rotieren. Denk dran. 4, 3, wir gehen schneller. 2, 2. Seit. Klappt? Dauert nicht mehr lange. Das sind die letzten 2. One more time. Lösen. Change side. Die andere Seite. Arme lang. Brustbein heben. Linkes Knie hoch. Aktiviere Körpermitte. Wurzeln im Boden. Stark. Achtung. Nach links. 4, 3, 2. Go back. 4, 3, 2. Nochmal. Super slow. 4 Stück. Und dann auf 2, 2. Ebenfalls. Das hast du im Griff, oder? Noch zweimal. Standbein rechts bleibt aktiv gestreckt. Du trainierst die Oberschenkel Außenseite und Innenseite. Und die tiefliegende Gesäßmuskulatur kommt ebenfalls zum Einsatz. Bleibe da. Erhöhe den Level 2-2. Noch zweimal. Yes. One more time. Lösen. Yes, wir gehen weiter und jetzt kommt die tiefliegende Bauchmuskulatur. Hier ist die Raummitte. Dreh dich bitte Richtung Raummitte und komm auf die Matte. Gut, die Ellenbogen kommen direkt unter die Schultern. Komm tief. Du stützt auf den Knien ab. Aktiviere die Körpermitte und schieb die Schulterblätter in die Hosentaschen. Schieb dich weg vom Boden. Zwischen Kinn und Brustbein hast du einen Tennisball eingeklemmt. Okay? Und der ist fix. Bitte nicht verlieren. Please attention. 4, 3. Die Beine strecken. Hold on. Dein Becken ist ruhig. Und ob du jetzt Fäuste machst oder die Hände offen hast, beides ist okay. Wichtig ist, deine Corsage ist an. Achtung, Schultern vor die Ellenbogen. 2, 2. Langsam. Komm zurück. Langsam nach vorne und zurück. Komm. Schieben. Nochmal. Wir erhöhen das Tempo. Singers. Here we go.
Schieben. Aha. Schieben. Komm noch mehr. Das sind die Letzten. Es dauert nicht mehr lange. Schieben. Child Pose. Alles gut? Hat's geklappt? Nochmal das Gleiche, aber jetzt schöner. Ellenbogen unter die Schultern, komm. Aha. Auf den Knien stützen. Bleibe, streck die Beine. Die Ellenbogen sind unter den Schultern und du hältst jetzt die gerade Brettposition. Becken bleibt die ganze Zeit gerade. Korsage festschnüren. Schultern vor die Ellenbogen auf 2-2 und zurück. Klappt's? Das ist der Level 2. Nochmal. Komm, vor. Und zurück. Nochmal. Achtung, Level 3 Singles. Here we go. Go vor. Zurück. Schieben. Noch mehr. Bleib dabei. Becken gerade. Körpermitte aktiv. Du hast es gleich geschafft. Lösen. Komm mit den Händen bitte ans Ende von deinem Handtuch. Die Beine bleiben auf dem Boden. Streck die Beine, schieb dich weg. Achtung, vorderes Knie nach vorne ziehen. Komm, vor, zurück. Stell dir vor, du möchtest mit den Knien den Boden wischen. Noch viermal. Noch dreimal. Wenn du mehr willst, komm in den Level 2. Schnell, schnell, stopp. Komm, schnell, schnell, stopp. Klappt das? Achte darauf, dass dein Becken tief bleibt. Dauert nicht mehr lange, noch 15 Sekunden. Letzte 8. Also ich bin schon ordentlich am Schwitzen, ich hoffe du auch. Ziehen. Dauert nicht mehr lange, komm. Pause. Schaltpause. Wir gehen nochmal das Gleiche. Komm nach vorne, Hände unter die Schultern. Schieb dich weg, Beine strecken. Hinteres Bein nach vorne. Langsam. Wieder. Level 1. Du startest immer wieder mit dem Level 1. Noch 4. Wenn es dir reicht, bleibe in diesem Level. Ansonsten schnell, schnell, stopp. Runnings. Hold on. Hold. Schnell, schnell, stopp. Klappt das? Bleib dabei. Schieb dich immer weg vom Boden. Die Schulterblätter bleiben stabilisiert am Oberkörper. Komm, das sind die letzten 4. Durchhalten. Komm, ziehen. Du darfst dein Handtuch in die Hand nehmen und wenn du magst, schnell was trinken. Wir gehen gleich weiter zu der Station 6 und jetzt kräftigen wir Gesäß- und Beinmuskulatur. Stell dich hinter die Matte. Die Beine sind breiter als die Schultern. Jetzt kommt die Gesäßmuskulatur so richtig zum Zug. Die Arme nach vorne. Körpermitte aktivieren. Schulterblätter in die Hosentaschen setzen. Komm nach unten, setz dich hin. Jawohl, schieb die Arme hoch. Yes. Achtung, langsam nach oben. Go up. Go up. Oberkörper aufrecht. Setz dich hin und schau bitte, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben. Komm noch viermal. Wir bleiben in diesem Tempo. Und wenn es gut geht, dann ist es wunderbar. Und du kannst jederzeit dein Level erhöhen. Are you ready? Nochmal. Achtung. Singles. Jetzt. 8. 7. Geh so tief, solange deine Körpermitte immer noch aktiv ist. Aha. Noch 2. Pause. Nochmal das Gleiche, aber viel schöner. Positioniere deine Füße. Arme vor. Sit down. Arme hoch. Bereit? 2-2, slowly. Atme. Konzentriere dich an die Körpermitte.
schieb dich weg vom Boden. Die Füße haben 3 Punkte Auflage. Das heißt, stell dir vor, du hast starke Wurzeln. Du stehst ganz fest auf dem Boden. Oberkörper aufrecht. Yes. Nochmal. Bereit für Level 2? Wir gehen schneller. Singles. Here we go. 8. 7. 6. 5. Come on. Noch 4. Noch 3. 2. Und geschafft. Dein Handtuch kannst du wieder auf die Matte legen und beide Handelscheiben in die Hand nehmen. Was meinst du? Rechtes Bein vor. Gewicht an die Brust. Langsam nach oben. Richte dich auf. Schau, dass die Scheiben an der Brust bleiben. Die Ellenbogen zeigen nach außen. Oberkörper ist aufrecht und die Beine im 90-Grad-Winkel. Rotiere nach rechts. Zum vorderen Bein. Aha. Klappt's? Schau, dass die Hanteln an der Brust bleiben. Bereit für die Challenge? Singles. Here we go. 8. 7. 6. 5. Die letzten 4. Noch 4. Noch 3. 2. Change side. Wechsel das die Seite. Wieder 90 Grad Winkel. Denk dran, Gewicht an die Brust. Schultern tief, Körpermitte aktiv. Knie weg vom Boden. 2-2, aufrichten. Hoch. Down. Kräftigung für die Gesäß- und Beinmuskulatur. Schieben. Station 6, tief und hoch. Rotiere nach links. Zum vorderen Bein und tief. Zum vorderen Bein und tief. Das Gewicht bleibt an deiner Brust kleben. Schieben. Singles. Here we go. 8. 7. 6. 5. Die letzten 4. Nur noch 4. Nur noch 3. Letzte 2. Und geschafft. Yes. Das Gewicht darfst du behalten. Und wenn hier die Raummitte ist, dreh dich bitte Richtung Raummitte und stell dich genau hinter deine Matte. Wir gehen zum Stoßen und kräftigen Brust, Schulter und die Arme. Okay, schulterbreite Position. Die Schulter nach hinten, Brustbein heben, Körpermitte aktiv. Handeln nach vorne, sit down. Und jetzt testen wir, ob du die Musik bereits im Griff hast. Ready? Achtung! 2-2, nach oben! One. Stoßen! Down! Das ist der Level 1. Stoßen! Auf 2-2! Bist du bereit für deine Challenge? Langsam hoch, schnell runter! 3-2, schnell! 3-2, schnell! Sogenannte 3-1. Okay, aber wir wechseln nochmal. Achtung! Schnell hoch, langsam runter. 1, down, down, down. Nochmal, komm. Stoßen. One more time. Pause. Hat das geklappt? 2-2, 3-1 und 1-3. Dann lass uns das nochmal versuchen. Arme vor, Brustbein heben. Schulterblätter übers Kreuz in den Hosentaschen. Achtung! 2-2! Here we go! Stoßen! Stoßen! Noch 2 Wiederholungen. Achtung, dein Cueing. Noch 4, 3, langsam hoch, schnell tief. 3-2, and down. 3-2, stoßen! One more time. Weißt du, was kommt? Schnell hoch, langsam runter. Nochmal. 1-3. Bremse. Schnell. Ohne Bremsen. One more time. Und lösen. Das Gewicht bitte ablegen. Komm auf die Knie.
Streck die Arme direkt vor die Schultern. Arme schulterbreit. Schaltpose. Wir gehen in den Push-Up. Wir starten 2-2. Langsam. 4. Trizeps Push-Up. Und zurück. Slowly. 4. Die Arme gehen am Oberkörper entlang. Achtung, Level 2, Singles. Here we go. Schnell. Down. Up. Back. Wenn du hochgehst, aktivier die Körpermitte. Du schiebst dich komplett an einem Stück hoch. Du willst mehr? Vorderes Bein strecken. Four. Down. Das hintere Bein. Strecken. Down. Schau, dass dein Becken ruhig bleibt, wenn du das Bein vom Boden abhebst. One more time. Pause. Alles gut? Nochmal das Gleiche und du weißt, schöner. Hände, Schulterbreit. Child Pose. Atme. Wir starten auf 2-2. Langsam. Eine schöne Liegestütze. Die ist erst dann wertvoll, wenn die Nasenspitze den Boden erreicht. Ja. Singers, here we go. Schieben. Oder Eva? Ja. Schieben. Down. Denk dran, die Arme eng am Körper. Level 3. Wandbein, hinteres Bein hoch. Hinten. Change side. Natürlich gibt es noch mehr Levels. Du kannst mit gestreckten Beinen arbeiten und so weiter. Das zeigen wir dir alles in der Ausbildung. Well done. Die nächste Station ist Ziehen und wir kräftigen jetzt die gesamte Rückenmuskulatur und vor allem zwischen den Schulterblättern. Nimm das Gewicht in die Hand, wir brauchen beide Scheiben und bleibe hinter der Matte. Bringe das hintere Bein, das Bein, wo weg von uns zeigt, nach hinten. Achtung, du hast starke Wurzeln im Boden, deine Körpermitte ist aktiv. Schulterblätter übers Kreuz in die Hosentasche. Kinn zu Brustbein. Oberkörpervorlage, die Arme sind gestreckt. Ellenbogen, 2-2 hoch. Ab. Zieh die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule. Schau, dass du zwischen Kinn und Brustbein einen Tennisball einklemmst und es bleibt da. Das heißt, dein Blick ist die ganze Zeit auf den Boden gerichtet. Schulterblätter zu der Wirbelsäule noch kräftiger kommen, so dass du deinen Rücken richtig kräftigen und trainieren kannst. Bist du bereit für Level 2? Please attention, das hintere Bein heben. Du bist in der Flugzeugposition. Und wenn es nicht geht, kannst du jederzeit die Fußspitze wieder nach unten bringen. Ziehen. Change sides. Wieder Schulterblätter übers Kreuz in die Hosentaschen, Körpermitte aktiv. Oberkörper nach vorne. Tennisball. Gewicht nach vorne bringen. Arme 2-2 hoch. Go up. Schulterblätter. Richtung Wirbelsäule ziehen und wieder auseinander. Kräftig rudern. Die Ellenbogen führst du Richtung Decke. Bleibe bitte in diesem Level. Nochmal. Ziehen. Auch da hast du verschiedene Levelmöglichkeiten. Da schauen wir alles während der Ausbildung an. Zieh kräftig nach oben. Körpermitte ist aktiv. Wir gehen in den Level 2. Das hintere Bein in die Luft. Flugzeugposition. Aha. Es dauert nicht mehr lange. Aktiviere die Körpermitte. Mehr. One more time. Und geschafft. Gewicht ablegen. Wir gehen auf den Rücken, auf den Bauch und machen weiter. Beide mit der Rückenmuskulatur. Arme strecken. Daumen hoch. Die Beine kreuzen. Brustbein heben. Ellenbogen an die Körperseiten. Arme nach hinten strecken. Wieder beugen, Oberkörper tief. Zwischen Kinn und Brustbein hast du wieder einen Tennisball eingeklemmt. Achtung, Level 2, Oberschenkel hoch. Weg vom Boden. Aha. Zurück, langsam tief. Heb deinen Oberkörper an, komm. Schulterblätter zu der Wirbelsäule, Level 3. Singers!
ziehen. Nochmal. Ziehen. Komm nochmal. Ab. Yes. Ziehen. Pause. Hat es geklappt? Nochmal das Gleiche und schöner. Konzentriere dich darauf, deinen Oberkörper mehr anzuheben. Arme strecken, Daumen zu Decke. Beine kreuzen. 2, 2. Ziehen. Arme strecken. Wieder beugen. Okay, komm nochmal. Versuch die Arme in die Diagonale hinter dich strecken. Siehst du es? Oberschenkel weg vom Boden. Ziehen. Arme diagonal. Schau, dass die Arme nach außen rotiert bleiben. Die Daumen zeigen hoch zur Decke. Mehr. Beugen. Level 3. Singles. Ziehen. Und down. Dauert nicht mehr lange. Heb deinen Oberkörper mehr an. Komm. Komm höher. One more time. Ziehen. Und geschafft. Komm hoch. Child's Pose. Wir gehen zu der nächsten Station und das ist die Station 9. Jetzt geht es um die Kräftigung für dein Gesäß und zwar die mobile Hüfte. Durch die Kräftigung der Gesäßmuskulatur wird deine Hüfte mobil. Komm nach unten. Die Ellenbogen kommen unter die Schultern und die Knie kommen direkt unter die Hüfte. Beide Fußspitzen sind aufgestellt. Jetzt bitte vordere Arm, hinteres Bein strecken. Alles in die Luft. Zieh deine Corsage an. Knie und Ellbogen zusammen. 2, 2. Bitte beachte, dass die Körpermitte ohne Bewegung ist. Siehst du das? Dein Becken ist gerade. Bleibe in diesem Tempo. Schau zu mir, ich zeig dir, was du nicht machen sollst. Schau das. Okay? Körpermitte aktiv. Bleib gerade. Streck das Bein. Und schieb das Bein nach oben. Wir gehen in den Level 2. Singles. Here we go. Kinn zu Brustbein. Körpermitte aktiv. Denk dran. Letzte 4. 3. Nur noch 2. Lösen. Change side. Vorderes Bein lang. Hintere Arm lang. Alles in die Luft. Verliere keine Zeit. Geh immer gleich in die nächste Position. Körpermitte aktiv. 2, 2. Langsam. Dein Daumen zeigt nach oben zur Decke. Der Arm ist nach außen rotiert. Die Körpermitte aktiv. Becken gerade. Denk dran. Noch 4-mal. Schau dir ab und zu während der Ausführung auch deine Teilnehmer an und kontrolliere die Position. Wie du korrigieren sollst, das werden wir alles gemeinsam anschauen. Noch 2. Achtung, Singles. Level 2. Ziehen, strecken, ziehen, strecken. Körpermitte aktiv. Gib mir noch 4. Noch 4-mal. Noch 3-mal. Letzte 2. Und lösen. Setz dich hin und dreh dich nach vorne. Rechtes Bein in die Front, linkes Bein zurück. Wir machen weiter mit der Gesäßmuskulatur. Hände vor, hinteres Bein anheben. Linkes Bein vor, langsam. Gestreckt und angewinkelt. Vor und zurückführen. Aufrichten, geht zurück. Aufrichten, alles gut. Ich gebe dir noch 4 Wiederholungen, die Chance. Und dann kommt deine Challenge. Achtung, noch 2-mal. Schieben. Bist du bereit? Wir gehen in den Level 2. Singles, here we go. 8. Nicht stoppen. Schieben. Kick. Schau, dass deine Hüfte gut trainiert wird. Straff wird und mobil bis ins hohe Alter bleibt. Lösen. Side. Linkes Bein vor, rechtes Bein nach hinten, vorne stützen, hinteres Bein, anheben. Wir starten wieder auf 2-2, schön langsam. Ready? 5, 6, 7, go! Schieben. Go back. Schieben. Siehst du, das Bein bleibt immer in der Luft.
Kickfront, gestreckt und dann beugen. Kickfront, langziehen, beugen. Kickfront, well done. Schieben. Nochmal. Are you ready? Singles. Here we go. 8, 7, 6, 5, die letzten 4. Nur noch 4. Nur noch 3. Nur noch 2. Und geschafft. Super. Wir gehen zu der letzten Station und das ist Kräftigung der Bauchmuskulatur. Dreh dich bitte Richtung Mitte, die Füße Richtung, zeigen Richtung Mitte und komm nach unten auf den Rücken. Beide Fersen richtig in den Boden schieben. Hände hinter den Kopf und die Schultern weg vom Boden. Aktiviere die Körpermitte. Hier unter deinem Kreuz wird eine Ameisenstraße aufgebaut. Also lass die Kleinen am Leben. Vorderes Bein über das hintere kreuzen. Schulterblätter in die Hosentaschen. Auf zwei, nach vorne. Komm hoch, rotiere. Achte drauf, dass deine Ameisen die ganze Zeit am Leben bleiben. Die Ellenbogen bleiben ebenfalls offen und der Kopf liegt in den Armen. Arm dazu, schau, komm hoch, am Knie entlang. Komm hoch, strecken, am Knie entlang. Die hintere Ferse, die schiebst du in den Boden, nicht wahr? Die ist nicht locker. Achtung, Singles, Tempo, am Knie vorbei. Denk dran, die hintere Ferse in den Boden schieben. Dann spürst du die Spannung in den Sehnen. Schieben. Change sides. Ferse in den Boden reinschieben. Hände hinter den Kopf. Schultern weg vom Boden. Was machen deine Ameisen? Am Leben? Corsage anziehen. Komm hoch und nach hinten. Weg von uns. Dein Kopf liegt in den Armen. One more time, komm, schieben. Immer im Musikbogen arbeiten. Aufpassen, wir nehmen den Arm dazu. Komm hoch, strecke. Am Knie entlang, am Knie vorbei. Nochmal, denk an die Ameisen. One more time, schieb die Ferse in den Boden. Sing us! 8, 7, 6. Schieben. Beim Hochgehen ausatmen, es dauert nicht mehr lange. Noch 2. Yes. Löse. Die nächste Übung ist Crisscross. Die Beine, Tabletop-Position, 90 Grad Winkel. Hände hinter dem Kopf, die Schultern weg vom Boden, Körpermitte aktiv. Streck das hintere Bein, rotiere zu uns. Geh zurück. Nach hinten, zurück. Schieben und zurück. Schieben. Arm dazu. Schieben. Zurück. Nach hinten. Rotiere und denk an die Ameisen. Super. Aufpassen. Wir gehen ins Tempo. Achtung. Schnell. Side. Change. Aha. Dauert nicht mehr lange. Letzte 4. 3. Am Knie vorbei mit dem Arm. Lösen. Sehr schön. Das sind die letzten 45 Sekunden. Die letzte Übung. Beine Tabletop, Hände hinter den Kopf. Schultern weg vom Boden, Ellenbogen offen. Ready? Rotiere. Wieder zu uns. Stop, side. Zurück. Nach hinten. Und hoch. Schau bitte, dass du das Bein streckst und die Knie bleiben immer oberhalb von der Hüfte. Nimm den Arm dazu. Am Knie vorbei. Zurück. Nach hinten. Denk an deine Ameisen, die Körpermitte ist immer noch aktiv. Noch einmal. Achtung. Tempo Level 3. Schieben. Durchhalten. Du hast es gleich geschafft. Das sind die letzten 4. Atme. Noch 2. Finish. Yes. Great job.
Es kommt nur noch Stretching, das Nachdehnen. Und zwar, wir dehnen jetzt die verschiedenen 8 Pflichtenelemente. Und dann ist das Workout geschafft. Komm nach unten, nimm die Beine zu dir und beweg die Beine von Seite zu Seite. Mach einen kleinen Kreis. Sehr gut. Stell das hintere Bein auf und nimm das vordere Bein hoch, auf der Wade halten. Zieh das Bein kräftig zu dir heran und beweg die Fußspitze im Wechsel. Wir dehnen den Beinbeuger, die Oberschenkelrückseite. Die Bewegung oben im Fußgelenk kannst du je nachdem, wie du magst, schneller oder langsamer ausführen. Schau, dass du auf der Wade hältst und wenn die Beweglichkeit noch nicht ausreichend ist, benutze ein Handtuch und zieh das Bein mit dem Handtuch heran. Streck bitte das hintere Bein am Boden entlang aus und schau bitte, dass die Wade auf dem Boden bleibt. Die Schultern sind tief, dein Nacken ist locker. Fußspitze strecken, bleibe hier und wechsel die Seite. Hinteres Bein gestreckt, vorderes aufgestellt. Zieh das Bein zu dir und die Fußspitze im Wechsel anziehen und wieder lösen. Die Schultern sind tief. Auch hier ist die Körpermitte aktiv. Zieh das Bein kräftig zu dir heran und das vordere Bein am Boden entlang strecken. Schau, dass die Wade auf dem Boden bleibt. Bleibe hier. Nimm das vordere Bein wieder hoch. Das vordere Bein über das hintere kreuzen, zwischen den Beinen greifen, auf dem Knie und beide Beine kräftig heranziehen. Kontrollier bitte dein Fußgelenk. Es liegt frei in der Luft. Zieh die Beine kräftig zu dir heran. Und wenn die Beweglichkeit noch nicht ausreichend ist, dann halte unter dem Knie. Es ist Dehnung für die Oberschenkel Außenseite und für die tiefliegende Gesäßmuskulatur. Zieh die Beine nochmal kräftig zu dir heran. Lösen. Wechsel die Seite. Zwischen den Beinen greifen, auf dem Knie und beide Beine kräftig heranziehen. Schultern tief. Noch ein bisschen mehr zu dir heranziehen. Die Arme beugen. Bleibe. Beide Beine strecken, innen greifen und nach außen schieben. Schultern sind tief, zieh die Beine kräftig nach außen. Beuge die Knie, lass die Knie am Ort und von hier aus die Unterschenkel strecken. Atme, Dehnung für die Oberschenkel, Innenseite für die Adduktoren. Die Beine außen greifen, schließen. Eins nach dem anderen aufstellen, die Arme zur Seite, das vordere Bein strecken, lang, hinteres Bein an die Brust, rotiere nach vorne, das Knie auf den Boden bringen, ablegen, Arm strecken, öffne, schau dem Arm hinterher und schieb deinen Arm in die Ecke hinter dir zurück, bleibe, achte darauf, dass dein Knie auf dem Boden bleibt und strecke deinen Arm in die Ecke hinter dir zurück. Dehnung für die Brustmuskulatur und für die seitliche Rumpfmuskulatur. Komm langsam wieder zurück, beide Beine aufstellen, beide Arme zur Seite legen und das hintere Bein strecken. Das vordere Knie an die Brust heranziehen. Dreh dich jetzt weg von uns, das Knie auf den Boden, Arm hoch und öffne. Schieb deinen Arm in die Ecke hinter dir zurück. Heb dein Brustbein hoch. Es ist Dehnung für die Brustmuskulatur und für die seitliche Rumpfmuskulatur. Schau, dass du deine Handrücken Richtung Boden ziehst oder auf den Boden legst. Langsam zurückkommen. In die Mitte beide Beine aufstellen. Unter einem Knie halten, Kinn auf die Brust, komm hoch. Setz dich hin und dreh dich nach vorne. Das rechte Bein in die Front und strecke das linke Bein. Komm tief. Schieb die rechte Fußspitze leicht nach außen, das Knie zur Seite. Achtung, rechte Ellbogen zu der rechten Ferse. Bleibe hier. Streck deine
deinen rechten Arm und rotiere nach oben, hoch. Kontrolliere bitte die linke Schulter. Schau, dass sie nicht nach innen rotiert, sondern außen bleibt. Bleibe hier, atme. Komm zurück, stütze auf dem Knie ab, das linke Bein ablegen, beide Arme strecken. Schieb dein Becken nach vorne, Brustbein heben. Atme. Sehr gut. Lösen Hände auf den Boden, komm auf den Bauch. Hände unter den Schultern, komm nach oben in die Cobra-Position. Schultern bleiben tief, Blick zurück. Fußspitzen aufstellen, schieb dich in die Brettposition. Linkes Bein nach vorne, Ausfallschritt Front. Die linke Fußspitze nach außen und komm tief. Linke Ellbogen zu den linken Fersen, tief nach unten kommen. Schieb dein Becken nach unten, Hüftbeugadehnen. Streck den linken Arm zur Decke. Kontrolliere die rechte Schulter, die bleibt nach außen rotiert. Bleibe, atme, komm wieder nach vorne, stütze auf den Oberschenkel ab und hebe beide Arme nach oben. Bleibe, atme. Stütze auf den Oberschenkel und auf den Boden ab, streck das hintere Bein, verkleinere den Schritt und komm nach oben. Schieb dein Becken in die Front. Beide Füße bleiben parallel, wir lehnen die Wade, die Schultern hoch nach hinten und nach unten. Schieb dein Becken in die Front. Bleibe, beide Füße bleiben parallel. Beuge das hintere Bein, hinteres Knie leicht und dehne den Schollmuskel. Lösen, Seite wechseln. Schieb dein Becken in die Front. Füße sind parallel, damit du den Wade gut dehnen kannst. Schultern hoch nach hinten und nach unten. Schieb dein Becken in die Front. Beuge das hintere Knie leicht. Dehne Schultern aus. Lösen, wieder strecken. Schritt zurück, öffne die Beine. Atme ein. Kopf nach rechts, das linke Ohr hochzulegen und die linke Schulter tief. Baue einen Gegenzug auf. Wenn du vor einem Spiegel stehst, sollen beide Ohren im Spiegel zu sehen sein. Tiefer mit den Armen. Change side. Ohr zu Decke und die Schulter tief. Sehr gut. Tiefer Brustbein heben, Körpermitte aktiv. Atme ein. Oberkörpervorlage, die Ellenbogen sind höher als die Schulter. Geh mit einem großen Kreis zurück. Nochmal. Atme ein. Schließ die Beine. Und nochmal tief einatmen. One more time. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Und wir, Eva und Patricia, wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Üben. Sei fleißig und übe so oft, wie du kannst. So bist du für deine Präsenzphase am besten vorbereitet. Und wenn du kurz vor der Prüfung stehst, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Bis bald, wir sehen uns wieder in der SAFS. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.